Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Rayman in der Rappelkiste. Das mal wieder mit Bild. Es bringt natürlich huere viel, wenn du einen zweiten Bildschirm hast, zum Schauen, dass auch immer wirklich immer alles läuft und so. Und ja, dann verpasst du Bild, Start, Knopf, Taste zu drücken vor der Aufnahme. Jetzt läuft sie allerdings wieder. Ja, sorry für das. Ist vielleicht mal eine gute Abwechslung, einmal ohne das Ganze, aber. Ich denke, besser kein Bild dazu als kein Ton. Naja, hoffe ich zumindest. Ja, das war nicht richtig. Das Ganze noch einmal. Eher so, oder? So, drüber rein, so, drauf rauf, so. Ja, könnte im ersten Versuch klappen. Tipptopp. So, dann dort im Kai da rein, haben wir vorher gesehen. Das ist Limbo schon 07, glaube ich. Also, ihr habt es gemerkt, es hat mich gefesselt. Man macht definitiv das Ganze durch. Also, noch nicht zu viel verstehen. Ich muss ja zuerst mal. Das sieht wieder so aus, als würde mir das verquatschen. Das Ganze durch ist jetzt ein bisschen, früher gegriffen gewesen. Weil, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Rätsel noch viel, viel verreckter werden, als sie jetzt schon sind. Und ob ich denn das noch alles auf die Reihe kriege, wage ich zu bezweifeln, darum bin ich gescheit immer noch ein bisschen vorsichtig. Ja. Was ist jetzt? Okay, also wir haben jetzt eigentlich zwei Schalter. Ich weiß nicht mehr genau, was das Magnet. Ah ja, das Magnet hebt doch etwas dort, was ist, oder? Aber das wird dort oben angeschaltet. Das heisst, wenn ich das betätige, dann fällt jetzt mal alles auf. Wenn ich jetzt das Magnet betätige, dann sollte es die Ward oben heben, auch wenn ich jetzt den Schalter wieder betätige. Ja, genau, so läuft das. Okay. Sollte ich jetzt da eigentlich tun? Mein Satz wäre fertig gegangen mit, dann sollte ich jetzt eigentlich da durch können. Wow, okay. Ich muss eigentlich. Das rauffahren und dann sollte es schon. Da heben, weil sonst komme ich nicht. Da durch. Kann ich das Seil ausziehen oder so? Nein, ich kann nicht aufklettern. Weil der muss runter. Ich habe eine ganz minime Vermutung. Aber ich kann nicht sagen, ob das stimmt. Wenn wir eine Kiste würde zwischen so einem grossen klemmen. Ja, scheiße, wir kommen da gar nicht mehr retour. Also das ist definitiv auch nicht. He? Wow, okay. Jetzt. Das ist ein Einfluss. Wenn ich das zuerst aktiviere. Was einer kommt später an. He? Ich glaube, ich has. Ich glaube, ich has. Ich glaube, ich has. Ich glaube, ich has. Das zieht man wieder ab. Da ja das Rechte später ankommt. Also einfach sobald das da oben ist. Hat es dann schon genommen. Und die Töne auch schon.
Aber ich glaube, das wäre ungefähr die Devise, weil sonst. Ich kann vorne mal drücken, aber irgendwie hat es nicht gefressen. Mal aktivieren. Yes, genau. Okay. Das wäre ja gelacht, wenn wir das nicht rausgefunden hätten. Jetzt einfach nicht das Teil lösen, weil sonst kommen wir einen Brummschädel über. Puh, jetzt verpasse ich es gerade ein bisschen. So. So. Und hupf. So. So. Ja, das hört nicht auf mit den Dingen. He? Da regnet es wieder. Und ich habe ein Viech gehört. Ich denke ja mal einfach so gerade unten da, da wird mal nichts sein zur Abwechslung, oder? Ich kann jetzt einmal schauen, ob es ein Secret da unten hat. Fassen wir uns mal rauf. Ah, das war kein Viech, sondern ein. Ich habe eine Idee, für das müssen wir zuerst wieder ab. Es muss einfach so anzufahren kommen. Das langt ja nie. Jetzt werden die Leute. Die Lätsel, weil das langsam giftig glaube ich. Da ist nichts mehr zu holen. Wenn ich da zuerst noch runterfalle, kannst du das auch vergessen. Und es kehrt auch echt schnell. Vielleicht müssen wir es von ganz unten wechseln. Nein. Aber ich glaube, das ist die Lösung. Oh nein. Das war knapp. Komm. Ich darf nicht antatschen, sonst geht es schnell wieder retour. Warte, jetzt noch ganz runterfahren lassen. Gehört zumindest nichts mehr so. Yes. Das ist nicht Hintergrund, hä? Ist nicht Hintergrund. Das haben wir jetzt gesehen, weil wir haben es im Auge. Das war dann wohl nicht der Hintergrund. Das war in unserem Auge. So, jetzt früher abgumpen. Schon früher, aber nicht zu früh. Da sieht es wieder nach Dächli aus. Eventuell finden wir ja jetzt mal. Ich habe es verpasst. Vielleicht finden wir ja jetzt mal eventuell jemanden, wo uns. Ist nicht dein Ernst. Jetzt ist es noch so auf der Seite. Boah, das ist jetzt. Boah, wow. Okay, das ist ja. Mega der. Das war jetzt ganz schnell leicht verwirrend. Jetzt musste ich einfach uhr und abdrücken, zum rechts und links laufen, sozusagen. Ja, okay, alles klar, was wir damit machen. Nein. Ist zwar geil, Alter, ich war so, und jetzt müssen wir hier durchgehen. Ach.
Schöner Sprung und geht weiter. Der war close. Oh. Oh, langsam. Langsam wird es wissen. Rechts oder links? Gehen wir mal rechts schauen zuerst. Jetzt sollte ich links wählen. Das sieht so endlich aus, wenn wir da rechts gehen. Zum Glück ist das jetzt im Hintergrund gewesen. Au. Da muss ich mich ein bisschen pressieren. So. Es ist mega komisch, dass jetzt alles auf die andere Seite musst drücken. Das ist so schräg. Das ist wirklich mega schräg. Komm. Das langt ja nie. Das langt ja nie. Gar nicht drücken langen, also auch nie. Direkt auf die Kinder landen. Direkt auf der Kiste. Au! Direkt auf der Kiste landen geht nicht, weil dann können wir den Hebel nicht mehr betätigen. Ja, kommt doch noch weiter für das nächste Mal. Ich darf nicht zwei Sachen wieder andrücken, ich glaube, das checkt es irgendwie nicht. So. Komm. Das bin ich blöd. Habe ich irgendetwas vergessen? Oder ist jetzt mein Timing einfach miserabel? Das kann schon sein. Das auch können wir nicht mitnehmen vom Hotel. Von dem her müsste ich. Eine Idee. Zum Glück kommen mir ab und zu noch so Ideen, sonst wäre ich nämlich langsam mit meinem Latein ausgeschossen. Eine Kumpel, so, und dann geht es gerade rasant weiter. Das ist, oh, das ist fies. Wow. Wieso? Ja. Ah, geil. Aber das Fass ist wieder rauf. Da oben ist auch das Ziel. Okay, jetzt muss ich. Was für ein schöner Backflip. Das muss man ab und zu muss man das kriegen. Ich verstehe nicht. Oh. Wie nachher noch Gedärme auch mitfliegen. Wie grusig ist denn das? Nein. Das ist eigentlich recht nutzlos. Oh, das war knapp gewesen. Und ein bisschen später. Wobei, das kann ich eigentlich ganz so gut auch weglassen. Okay, langsam wird es irgendwie echt heftig.
Weil das nützt uns nichts, das ist eigentlich völlig egal, ob es vorher schießt oder nicht. Das wird sowieso gerade. Ah, okay, aber. Jetzt ist es einfach da oben wieder alles da oben ist. Und jetzt so, okay. Okay. Ja, es ist spannend. Ja. Nicht lustig. Wir können dies nicht heben. Das zieht es dann genauso auf. Das würde ich töten. Das würde ich auch töten, wenn wir da oben drauf gehen. Und unten heben können wir uns irgendwie nicht. Und einfach rechtzeitig. Ah, oh, Moment, doch. So. Klar, okay. Schnell warten, weil jetzt fällt es uns wieder auf. Sonst würden wir einen recht neuen Haarschnitt bekommen, das wollen wir nicht. zu knapp. Man muss sich auf den Sound hören, dann weiss man ungefähr, wenn es. Da gehen wir aber gescheiter zu früh anstatt spät. Ja, jetzt wird es wieder einfach jetzt versuchen. Au! Also da müssen wir. Jetzt wird es langsam strange. Da müssen wir. Nein, spät. Zu früh. Nein, auch zu spät, meine ich. Ach, schön gehebt. Da müssen wir schon fast wieder mehr am Abendweg sein. Einfach durchsäckeln. Vielleicht müssen sie dann ein bisschen früher losrennen, wenn ich das wegprobiere. Hm? Nein! Aua. Ja, also, wenn du das noch einmal dürftest probieren, dann musst du ziemlich Schwein haben. Ja. Ich habe fast das Gefühl, da müssen wir sonst noch irgendetwas haben, also sonst wird das da irgendwie nichts. Ben! Ja, also einfach durchsäckeln können wir auch nicht. Hey? Also das geht auch nicht, also das nützt da nicht mehr. Das nützt auch nichts, wenn man. Das war allgemein zu früh. Aber ich versuche, was da alles runterfliegt, ey. Grusig. Wenn wir da schon auf dem Abendweg sind, oder? Das ist eigentlich das, was mich Wunder nimmt. Dass wir dann mit mehr Speed kommen. Das war wieder zu früh. Shit. Zu früh. Einfach zu früh. Ganz durchsäckeln, so.
Das wäre wieder zu wenig gewesen, Tommy. An diesem Ort sterben wir jetzt gerade ein paar Mal. So, ein Schritt Verzögerung. Nein, dort hätte ich wollen. Können wir ja noch nicht mal durch. Also es muss eigentlich das. Ich wollte es nur probieren vorbeizuecken, aber... Yes. Ich kann nichts mehr bewegen gerade im Moment. Und jetzt das Krokodil. Pach, tot. Sollte uns die Slow-Mo... Aua! Nochmal Aua! Wir wachen wieder auf. So hat eigentlich das ganze Spiel angefangen. Düster ist es geblieben. Ich könnte es wieder bewegen. Sagen wir jetzt nicht, dass das ganze Game einfach nochmal von vorne anfangen. Also so Slow-Mo-Action, ich weiß nicht, ist das so schon so eine halbe Endszene gewesen, oder? Ich kann nicht mehr drücken. Kann gleich ich noch etwas drücken? Nein. Wir haben dem immer noch keinen Namen gegeben. Ich bin leicht überrascht vom Ende, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jemanden gefunden. Wir haben es geschafft. Was für ein geiles Game. Okay, okay. Wer ist das am Schluss gewesen? Ist das unsere Schwester gewesen? Jetzt sagt die auch. Sagt die auch. Ja. Gesterbselt und dann in Limbus reingekommen. Weil sie ja wahrscheinlich ja, so wie sie aussieht, auch noch eher jung ist und somit auch noch nicht hat können durch die christlichen Schritte durchgehen. Ja, wir haben es auf Anfang geschafft, also das ist schon... Puh. Also die Rätsel sind heavy geworden am Schluss. Wobei, die, es ist eigentlich nicht zwingend das Rätsel selber, das schwierig geworden ist am Schluss, sondern mehr das Timing. Jetzt mit dunkel. Ich würde sagen, kommt noch etwas. Wir haben übrigens eine Errungenschaft freigeschaltet, die heisst Ehre, wem Ehre gebührt. Dir und mir. Huh. Von dem sind wir jetzt aber gleich fast schneller durchgekommen, als ich gedacht hätte. Obwohl eben für 10 Stunden, also kannst du überhaupt nichts sagen. Ein super Spiel. Limbo hat mir enorm gut gefallen, muss ich jetzt sagen. Wie immer die gleichen Fragen am Schluss. Würde ich es weiterempfehlen? Ganz bestimmt. Nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch das ganze Düstere macht es irgendwie genial. Für mich war der Anfang mit der Spinne ein bisschen heikel. Ist für mich fast ein bisschen zu viel. Aber das muss jeder selber für sich beurteilen.
Der Rest nachher mit den mechanischen Sachen, da ist absolut kein Problem. Ob es schwarz-weiß ist oder nicht, das spielt für mich auch nicht so eine Rolle. Von dem her, schwarz-weiß ist noch fast eher das, wo Limbo eigentlich zu dem macht. Wo soll sie auch die ganze Story, wo eigentlich im Großen und Ganzen fehlt, hat mich jetzt dazu angeregt, selber zu recherchieren. Und haben durch das herausgefunden, für was das Limbo, respektive der Limbus, steht. Finde ich auch spannend, ist geil. Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir schon angesprochen, ist also 10 Stutz, da kommst du im Ausgang nicht mal rechten Cocktail über und so für 10 Stutz das Game, wo die uns jetzt wirklich, was sind 6 oder 7 Folgen, begleitet hat, finde ich das super. Die Rätsel sind spannend, sind nicht unlösbar, sind genial, manchmal ist es schon genial, wie zum Anfang schnell einfach geht gar nicht, aber dann auf den zweiten Blick denkst du auf einmal, vor allem wenn du es dann durch hast, so, bin ich blöd, ist ja logisch. Darum nochmal würde ich es weiterempfehlen, zu 100% ist ein enorm guter Zeitvertreib. Es ist auch nicht zu langwierig, also wenn du stirbst, musst du nicht zuerst alles nochmal machen. Das könnte enorm auf Motivation drücken, das ist in dem Fall nicht so. Würde ich es weiterempfehlen, 100%, ja. Würde ich es nochmal spielen? Ich denke, das ist so ein ähnlich wie mit dem Meisterspiel. So jetzt gerade nochmal nicht. Wenn, dann würde ich es eher mit jemandem zusammenspielen, wo dann die Person spielt. Und ich, ja, wenn ich halt, ich wüsste die Rätsel schon, kannst du dann nicht am Anfang sagen. Also mit jemandem zusammen würde ich sicher nochmal spielen, um mal schauen, wie auch die Person so ein bisschen knobelt. Aber ich selber jetzt nicht, weil die Rätsel, ja, die kennst du eigentlich schon. Ich denke auch nicht, dass das Spiel gross anders werden in einer zweiten Runde. Nicht so wie im Super Mario damals, wo dann einfach anstatt ein Bild auf einmal zwei gekommen sind. Also schwieriger machen kennt man es in dem Sinne auch nicht, weil die Rätsel vor allem am Schluss sehr auf Zeit abgestimmt sind. Ich habe es super gefunden. Ein geniales Spiel. Kann ich euch noch weiterempfehlen, wenn es auch selber gamen im Steam für 10 Stutz, wie schon gesagt. Also Preis-Leistungs-Verhältnis. Das unterstreiche ich so oft, aber in einem Game sollte eigentlich nicht das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Aber es ist einfach, sollte zumindest nicht im ersten Schritt für Kauf oder Nicht-Kauf wichtig sein. Aber die ganze düstere Sache und alles, die hat mich enorm gefangen, hat gepasst. Und für mich ist es auch gerade richtig gewesen. Darum, ich würde es euch definitiv weiterempfehlen. Hat mir allerdings auch enorm Spass gemacht, sind wir dabei gewesen in der Rappelkiste. Hoffe, ja, euch hat es auch so gefegt, wie ich, wenn ich ab und zu ein Rätsel nicht gerade herausgefunden habe und ihr habt die Lösung eigentlich schon gesehen, weil sie offensichtlich war, dann bitte ich ein bisschen um Nachsicht, weil knobeln so da vor dem Bildschirm, wenn du weisst, dass wahrscheinlich dann mal jemand wird zuschauen und über dein geistige Vermögen urteilen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wir haben es gar nicht so schlecht gemacht. Oder? Im Großen und Ganzen sind wir relativ gut durchgekommen. Da bleibt mir eigentlich fast nicht mehr viel mehr übrig, als euch zu sagen, danke fürs dabei sein, cooles Game, danke den Entwicklern, die das gemacht haben. Würde mich freuen, euch auch sonst mal wieder beim Stöber in der Rappelkiste zu verwünschen. Und ja, bis dahin, bleibt doch sauber, macht keinen Scheiß und ciao zusammen.